besser verständlich machen als wie die andere Tiere. Ja, ja. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, kannst du nur mit das Bild herzeigen, vielleicht ein Bild von der Erde. Das ist nicht gut erklärbar. Das? Genau, das passt super. Wenn wir jetzt die Kontinente zusammenschieben würden, ja, dann passen die komplett ineinander. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Erde früher kleiner war, weil sie ja wächst, permanent, dann ist es auch erklärbar, dass das einmal ein Superkontinent war, den es immer wieder weiter auseinandergerissen hat und dazwischen eben diese Meermassen dann entstanden sind. Also wenn Sie nur schauen, das kennen Sie wirklich, da gibt es ja Physiker, die haben das auch gebaut und in Deutschland gibt es einen ganz bekannten, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der hat die ganze Erde, die Geschichte der Erde, aufgrund der Zerreißaktivitäten dieser Landmassen beschrieben. Kurz dazu, im Naturhistorischen Museum in Wien ist genau diese Ansicht hier versehen mit einem Zeitrad, großer Bildschirm. Du drehst dieses Steuerrad und du siehst nach diesem wissenschaftlichen Zusammenhang ganz genau, wie sich die einzelnen Dinge hier im Laufe von Millionen Jahren sozusagen verschoben haben und dass eben Südamerika mit Südafrika auf was weiß ich plus minus 5 Kilometer zusammenpassen, ist also mit diesem Zeitrad ganz problemlos nachvollziehbar und ist also anscheinend auch wissenschaftlich zur Verfügung stellen. Ja, eine Frage, das gehört doch dazu, das wollte ich am Anfang fragen. Man geht immer davon aus, dass ursprünglich eine einzige riesige Landmasse war, die aus irgendwelchen Gründen dann auseinandergedriftet sind. Und das, man sieht ja ganz deutlich, dass das zusammenpasst. Also das dürfte stimmen. Nur, dann ist ja die Erde eigentlich von der Massenverteilung her ein Wuchtel gewesen. Ne? Und ist also irgendwie jetzt symmetrischer verteilt worden, indem es also sich über die Oberfläche besser verteilt hat. Ja. Aber wie kommt es eigentlich zu dieser vollkommen unsymmetrischen Anfangsphase? Ja, das ist so wie Sie gesagt haben, also diese Zone, die eigentlich beste Materie an der Oberfläche ist, egal ob Polierde oder nicht, das ist jetzt vollkommen gleich. Die Masse des gesamten Planeten, das an der Hüllkurve ist, die ist so gering gegen das andere, dass sich das gar nicht auswirkt. Das wirkt sich nicht aus. Außerdem ist die Erde sowieso keine Kugel und auch nicht rund, sondern die ist an den Polen abgeflacht und bei gewissen Geometrien, dann gibt es so Gravitationsanomalien, in gewissen Zonen, Breitengraden, wo eine komplett andere Gravitation herrscht. Und die Gebiete, die weiß man mittlerweile, man veröffentlicht es nur nicht, weil man dadurch natürlich die ganze Theorie der alten Auffassung widerlegen würde. Okay. Es gibt da Karten, wo die NASA zum Beispiel von außen her immer wieder diese geologischen unterschiedlichen Zonen für die Gravitation beschreibt. Die kann sich ja jeder anschauen. Das ist ja nichts jetzt so Geheimnisvolles, es wird nur nicht genau erklärt, was das für Bedeutung hat. Das heißt, es gibt Zonen auf der Erde, da muss mehr Masse insgesamt an einem bestimmten Punkt sein und dann gibt es Zonen, da ist weniger. Daher diese Verteilung, die aber in Summe eigentlich gering ist gegen das gesamte Volumen, das die Erde hat. Und man darf halt nicht vergessen, der Massenzuwachs pro Jahr, der ist so hoch, dass das, wenn man das zurückrechnet, jetzt auf Millionen Jahre, eine komplett andere Berechnung ergibt. Und wodurch entsteht der Massenzuwachs? Ja, da gibt es auch eine Theorie. Neutrinostrahlung. Man macht ja Versuche, ich würde das jetzt gar nicht zu weit in die Details bringen, weil sich das jetzt langsam beginnt vom Vortragsinhalt zu lösen. Aber ich sage auf jeden Fall mein Danke auch vor allem für dieses gegenseitige reflektorische Interesse. Für diejenigen, die ihn hier nicht kennen, er hat eine zentrale Position in unserer Forschungsgruppe und ab und zu schlägt es dann durch und es ist nicht zu verheimlichen. Und interessanterweise geht es relativ rasch, was ich hier geahnt habe, dass aus dieser ganzen Atlantis-Geschichte in dem Moment, wann erstmals ein Schulgeologe kommt und sagt, Leute, es hat anders ausgeschaut, ja, und die gute, die sinnvolle, spirituelle Erklärung zu unterstützen beginnt, dass sie natürlich sofort Türen geöffnet werden. Weil da kommen ja zwei Welten zueinander und schütteln sich die Hand. Und das war ja unübersehbar. Und offenbar geht das wesentlich rascher, als ich irgendwie geahnt habe. Sogar, dass ich jetzt mir erlauben darf, das zu unterbrechen. Sind noch zum Vortrag an sich, an den Dr. Kuperts Kongress. Das ist ein großer Impact. Kann der die Entfernung von der Sonne verändern? Wenn da so ein Krater von 460 Kilometer entsteht. Ich glaube, die Erde ist
Im Verhältnis zu so einem Impaktor ist so viel größer, dass ich nicht glaube, dass das. Aber eine Kreiselachse ist ja anfällig. Das heißt aus der Physik, wenn ich da anstoße, so, wie fast immer die Präzision, der lädt sich wieder auf. Ja, genau. Ja, aber die Präzision der Erde. Ne? Die Präzision der Erdachse. Und die würde ja durch die, aus der Erdumlaufbahn gebracht werden, das funktioniert das nicht. Ja. Ne? Wenn du dir anschaust, zum Beispiel den einen Marsmond Phobos, Nomen est Omen, wie der ausschaut, was ist mit dem passiert? Wieso schaut der so aus? Und der ist ja immer noch in einem Umlauf und wurde nicht ins Wetter, in die Tiefen des Alls geschleudert. Schau dir mal einen NASA-Foto von Phobos an, da siehst du sofort, dass da was nicht stimmt. Das ist ja keine Kugel mehr, der ist ja völlig eingedeppt. Das ist ja ein völlig Vorschlag bekommen. Und der ist aber immer noch in der Umlaufbahn. Kurze Frage noch. Beschäftigt sich der typische Geologe nur mit der Erde oder auch im Zusammenhang mit anderen Planeten? Die Auswirkungen doch, kommt jetzt auf. Doch. Wir haben Mondgesteine. Nein, ein bisschen weiter weg. Frage, Zusammenhang oder Bezug Richtung diesen Planeten Biro, Planet X, der Biro, 3600 ja. Jahre diese Planetenbahn kreuzen soll und das nächste Mal in dieser, laut Maya-Kalender, Dezember 2012, genau, wieder Einfluss nehmen kann. Wie ist da die Originalzusammenhang oder die Stellungnahme von einem Geologen dazu? Naja, ich kenne den Maya-Kalender, ich weiß um das Datum. Aber das andere ist Astrophysik, nicht? Die Umlaufbahn von Nibiru ist reine Astrophysik oder Astronomie. Also da bin ich als Geologe nicht mehr zu Hause. Okay. Kann ich nicht sagen. Ich hätte eine Frage. Waren Sie in Karal, in Peru? Ne? Ich war in Peru, ja. Karal, sagt Ihnen was? Nein, aber die meisten gängigen Orte kenne ich. Das sind die ältesten Pyramiden und Hochkultur gewesen, die man derzeit auf der in welchem Teil Perus? An der Küste, in der Mitte circa. Liegt das? Das ist eh gleich. Keine Ahnung. Das ist nur eine Frage, weil ich das von da nicht sehe. Die Karal ist jetzt weltweit momentan das älteste Forschungsgebiet. Nein, das ist doch quasi nicht. Und worum geht es da? Ja, das sind Riesenpyramiden, also weit größer als wie in Ägypten. Und du, wir brauchen gar nicht so weit fahren. Du selber warst bei unserem Vortrag über die bosnischen Pyramiden. Ja, die ja wesentlich größer sind als die ägyptischen. Das sind die Bosnien. Ja, ein paar hundert Kilometer südlich von uns. Atlantische, also man sagt, da waren die letztes Jahr schon unten und haben Fotos und haben schon Fotovorträge gemacht. Ne? Also das. Da tauchen ja kolossale, unglaubliche Dinge auf, die leider wohl so groß sind, dass ich keine wegräumen kann. Fatal, fatal, jetzt müssen wir beginnen, irgendwie der schulwissenschaftliche Erklärungsmodelle zu basteln. Aber viele sind dann noch beim sich am Kopf kratzen, wie machen wir das? Und die schaffen das auch nicht. Also die bosnischen Pyramiden sind momentan jetzt auch politisch ein großes Thema, weil die Regierung sich da uneins ist, weil archäologische Ausgrabungen gestoppt wurden, weil sie dem geschichts- und politischen Bild widersprechen. Und das kollidiert jetzt wieder mit anderen Interessensgruppen. Also, aber das ist ja die Zeit. Eine Frage habe ich noch. Sie haben zuerst ein Glück gehabt mit den Einschlägen, mit den ganz großen, die so bekannt sind. Den Barrierkamm. Ja, genau. Ja, nein, also generell. Sie haben so eine Übersicht gehabt mit 40 Kilometer. Ja, das war eine Tabelle dazu. Ja, genau. Da gibt es eine schöne Tabelle dazu. Haben sich die Geologen schon einmal Mühe gemacht, nachzurechnen, wie viel Masse und wie viel Fremdmaterial in Kilo, in Tonnen, in Dingsbums da auf die Erde zugeflogen ist in der letzten. Naja, diese Frage hatten wir ja gerade, dazu was an Masse der Erde. Das war eine mögliche Beantwortung, das, glaube ich, ja. Ja, genau. Mich jetzt interessiert, ob da schon ein Geologe einmal gesagt hat, wenn da 40, 30, 37, das sind nur die Großen, die man vom Weltall aus sieht. Die Frage ist berechtigt. Das sind ja kleine, so keine Mini-Trümmer. Die Frage ist sehr berechtigt, aber das sind solche Spezialgebiete, dass man das nicht alles beackern kann. Ja, aber die Masse muss ja irgendwo, also selbst wenn sie fein über die Welt verteilt ist, die kommt ja. Ne? Und wenn sie so einen Krater hinterlässt, ist ja der Material gelandet. Da hat man lang gebohrt, ob man Eisenklumpen findet. Genau, das ist verdampft. Der ist verdampft, der ist nicht da. Die Hitze ist so groß, dass es alles gut ist. Mit der Verteilung ist ja, das ist mir schon klar. Aber hat einer ausgerechnet, das muss man ja hochrechnen können aufgrund der Verdampfung. Ist ja klar. Das muss ich ja ausrechnen können. Das müsste man wirklich. Das ist ja kein Problem. Wenn ich also diese Krater zusammenzähle und hochrechne, sage, was für ein Brocken muss da reinkommen sein, dass